Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, gib mir fünf Siege hintereinander, also der True Warriors 2 Clan ist hier wieder gut in der Spur mit fünf Siegen erstmal hintereinander. Und das schaffen ja einige andere nicht, also dort, wo man das berüchtigte Kölsch trinkt, die schaffen es leider nicht, die haben nämlich das fünfte Mal in Folge verloren. Ist uns hier nicht passiert, sondern wir haben hier super angegriffen und ich starte heute mal mit dem King hier, der King mit einem bunten, ich hätte fast gesagt bunter Truppenmix, aber er hat sich da sicherlich was bei gedacht. Blitzt jetzt erstmal eine Luftabwehr weg, mit Blitz und Erdbebenzauber geht das ja am einfachsten und am effektivsten. Und jetzt gucke ich mal, was er da noch so bei hat. Ein paar Drachen, ein Hockrider, okay. Mal sehen, wie er jetzt vorgeht. Ah, okay. Erstmal Clanburg locken. Keine schlechte Idee, da sind zwei, okay, Babydrachen drin. Die sind jetzt, ja, gegen die Drachen sind sie schon stark, gar keine Frage. Wenn die vor allen Dingen Max sind, dann haben die auch eine ganze Menge Healpoints. Man sieht das hier auch. Mit den Drachen schon ganz gut pusten. Ich nehme mal an, dass in der Clanburg noch ein Ballon ist oder so, denn da ist ja jetzt nichts weiter rausgekommen an Erdtruppen, also kein Magier, keine Bogenschützen. Und dann geht das hier rein in die Base mit Loons als Unterstützung und den Drachen. Allerdings gegen den Feger. Ja, das ist immer gegen den Feger, gegen den Wind. Es gab da mal ein Lied, das hieß etwas anders, aber ich singe das dann immer ganz gerne. Gegen den Feger, gegen den Wind. Also, ich weiß nicht, warum manche Leute das machen. Vielleicht stehen die drauf, aber besser wäre es oder einfacher ist es natürlich, wenn man immer den Feger im Rücken hat. Was ich auch schon mal gemacht habe im Rathaus Level 8 Bereich, ich habe einfach die drei Luftabwehren stehen lassen und habe den Feger geblitzt. Kann man nämlich auch machen. Und ich glaube, das hatte ich ja vor kurzem mit meinem Rathaus 10 gemacht. Aber auch im Rathaus 8 Bereich kann man das durchaus machen. Einfach den Feger wegblitzen. Dann tut einem der nämlich nicht mehr weh. Und je nachdem, wie dann letztendlich das Flugverhalten der Drachen ist, also man kann das ja, eigentlich kann man es ja so ein bisschen ersehen, weil die Drachen gehen ja letztendlich auf alles. Und je nachdem, wie man sie dann rauslässt, grasen die natürlich immer schön diese viereckigen Felder ab. Aber der King hat das gut gemacht hier. 14 auf die Nummer 15. So, dann haben wir hier den Chief Barfuß mit einer typischen, für ihn typischen Kombination, nämlich Gohok. Also erstmal Clanburg locken und mal sehen. Ja, das ist immer das Problem. Wo ziehst du die jetzt hin, ohne dass du jetzt so großartig viel Zeit verbrätst? Also hier ein Babydrachen und drei Loons in der Clanburg. Und klar, so eine Bauhütte hier in der Ecke, die zieht die Truppen natürlich schön in die Ecke rein. Und das, was er jetzt gemacht hat, ich weiß gar nicht, warum er da den Gift geworfen hat. So Vorgiften der Loons, weil die Loons tun am meisten weh. Und nicht so sehr der Babydrache, aber er hat jetzt noch den zweiten Gift hier geworfen. Und kommt jetzt trotzdem super in die Base hier rein mit seinen Mauerbrechern. King hinterher und Bola in der Clanburg. Ja, bis hierhin erstmal, denke ich mal, schön reingekommen, schön reingefunnelt. Und die Meute hier ist ja jetzt auch schon in der Mitte. Das ist natürlich super, weil jetzt ziehen die schon mal richtig viel Feuer auf sich. Und er kommt dann, ja, nicht wirklich surgical hier mit seinen Hawks rein, aber so relativ alle auf einen Haufen. Und dann reiten die natürlich auch alle zusammen hier durch diese Base durch. Flächenschaden gibt es jetzt nur noch hinten am Magierturm und in die Reitrichtung der Schweinereiter. Einfach nochmal ein Heal gesetzt und am Ende sogar jetzt noch recht komfortabel hier am Magierturm den letzten Heal reingespammt. Dann haben die auch genug Heal gehabt, um letztendlich noch die letzten Defense-Gebäude hier wegzumachen. Also, ich will nicht sagen easy, aber ich glaube, vom Chief Barfuß ist das auch eine Lieblingskombination. Also, der nimmt sehr, sehr häufig Gohok und das ist eigentlich für ihn die sicherste Variante hier. Rathausachter, egal wie stark sie sind, Maxed Out, schwarze Mauern, ganz egal, die werden hier niedergetrampelt bzw. niedergeknüppelt. Und dann machen es auch außenliegende Bomben natürlich nicht mehr
so viel aus. Also ihr habt das gerade gesehen, da hier lagen natürlich auch wieder zwei Bomben außen. Na, ich weiß nicht, die sind vielleicht besser innen drin besser aufgestellt, wenn man die Innerbase hat. Gerade wenn man jetzt mit dem Gohok, ab und zu nehme ich auch mal ein, zwei Riesen mit, weil wenn ich nicht weiß, sind die Bomben draußen und schicke dann einfach die Riesen genau dahin, wo ich Riesenbomben vermute. Und wenn die auslösen, oder es geht auch mit einem Hok, man schickt einfach einen Schweinereiter vor, der löst die Bombe aus und dann ist es das eigentlich gewesen an der Stelle. Also schönes Ding. Gehen wir mal weiter. Oh, jetzt sind wir schon im Rathaus 9 Bereich. Das ist der Toh gegen den Dark Wolf. Der Clan hieß The Monsters. Monsters. Okay, kann ich schlecht aussprechen. Und was hat er hier für eine Kombi? Ah, okay. Er hat einen, ein Golaloon, würde ich mal sagen. Kleine Unterstützung hier mit den Valkyren, finde ich in Ordnung. Denn die sorgen so ein bisschen für Trouble hier in der Base. Haben ja auch ganz nett an Healpoints und machen sicherlich schon mal die ein oder andere Defense mit weg. Die Base hier ist jetzt natürlich noch nicht maxed out und er mit Level 11 Heldenpärchen auch noch nicht so weit. Also ich denke mal, das Gefüge passt auch. 11 auf 10, also ein höher gegangen, ist auch nicht schlecht. Ist einem eigentlich dann immer recht, wenn man einen höher gehen kann. Und die zweite Luftabwehr, mal gucken, beziehungsweise die Luftabwehr hier, die wollte er bestimmt schaffen. Ja, jetzt hat er sie auch gepackt und jetzt geht's auch hier leicht gegen den Feger in diese Base rein, aber die stehen natürlich so weit auf Ecke, dass sie jetzt zu Anfang gleich weg sind und dann stören die natürlich nicht mehr. Also super gemacht hier, der Gohok hier vom Toh, und schöner Angriff. Passt auch auf diese Base, also auch von der Stärke her jetzt, was sein Level angeht mit seinen Truppen, absolut in Ordnung. Und schön gemacht, hier schön über die Seite reingekommen. Also sicherlich nicht das erste Mal, dass er so angegriffen hat. Schön gemacht hier. Und richtig, richtig viel Loons jetzt noch zum Abräumen dabei, weil so viele Welpen, ja gut, die Lava-Welpen hat er auch noch, aber so viele hat er da nicht. Und die machen jetzt schön den Flächenschaden, die Loons hier. Und dann sind die Gebäude auch relativ zügig down. Manchmal hat man ja Pech, dass einem noch am Ende so ein paar Loons dann sterben, weil noch irgendwo außen dann Luftbomben sind oder so. Und dann hat man, kommt man schnell mal in Not, dass man das Cleanup nicht mehr schafft, weil es zeitmäßig nicht mehr hinhaut, weil die natürlich extrem langsam dann von A nach B fliegen. Aber oben die Queen und unten die Lava-Welt. Schöne 100% hier vom Toh. Einige habe ich hier auch mal wieder, oder was heißt mal wieder, habe ich hier auch nicht gesehen. Der Angriff hier, das war der letzte Angriff hier übrigens im Clankrieg. Der Baba Hüs hatte eigentlich gesagt, ich wollte mir eigentlich nur Lot holen. Also quasi so, ich wollte nur einen Stern auf die Base machen, weil der CK war eh schon gewonnen. Und ist einfach mal ein bisschen mehr raus geworden. Ist dann natürlich auch eine super Überraschung für jemanden, der eigentlich gar nicht so viel erwartet hat. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich meine, auf dieser Base waren natürlich die Sterne noch offen. Das muss man dazu sagen. Und er hat aber selber gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Base schaffe. Und ich sehe den Angriff jetzt auch zum ersten Mal von ihm hier. Und mal sehen, wie er hier eigentlich reingekommen ist. Ja, über Ecke kann man machen. Dann muss man immer damit leben. Ihr seht, man sieht das jetzt eigentlich recht deutlich, dass so ein Stoßtrupp geht hier so rechts rum und ein Stoßtrupp geht dann erstmal links rum. Da bleibt also erstmal nichts zusammen und es geht auch nicht wirklich was in der Mitte. Brauch's aber gar nicht, weil er letzt mit den Hockreitern von oben reinkommt, auch Riesenbombe da schon mal ausgelöst, aber das war auch das einzige Feld, wo so eine Riesenbombe stehen konnte. Und ich denke mal, jetzt unten, ja, da wird wahrscheinlich noch eine Riesenbombe hier irgendwo am Bogenschützenturm sein. Aber jetzt hat er hier alle Hockreiter in der Mitte und da gibt es nur die beiden X-Bogen, die da schießen. Und jetzt nochmal Hocks in Wut und in Heil, auch nicht schlecht. Kann man auch machen, dann hüppeln die den King so ein bisschen weg, denn der verfolgt die natürlich jetzt bis an ihr Schweinereiter-Lebensende, hätte ich mal fast gesagt. Ja, ich weiß auch nicht. Komischerweise, wenn man ja die Range der Helden sieht hier, dann ist sie ja schon relativ groß, aber der King war jetzt gerade schon ganz locker aus der Range. Also der war ja jetzt hier hinten schon an dem Lager und das verstehe ich manchmal nicht. Dass vor allen Dingen der King ist da sehr penetrant. Die Queen geht ja noch so, aber der King, der eiert einem schon durch die ganze Base hinterher und kann einem dann schnell mal so einen Angriff hier versauen.
Aber hat er schön gemacht hier, der Baba. Tolles Ding hier. Schöner Gohok. Von Rathaus 9 auf Rathaus 9. 8 auf 9. Ja, das ist auch gar nicht mal so weit entfernt. Auch da passte die Range. Überhaupt war der letzte CK oder dieser CK gegen die Monsters sehr ausgeglichen, was die Rathausstufen anging. Und ausschlaggebend waren letztendlich Verteidigung. Verteidigung, also eigentlich gewinnt man immer mit den Verteidigungen die Clankriege. Natürlich machen es die guten Angriffe auch. Aber letztendlich gewinnen tut man durch Devs. Schönes Ding hier vom Baba. Hat mir gut gefallen hier der CK, weil ich ja auch mitgespielt habe. Und zumindest mit Barfuß bin ich ja immer dabei. Wir sehen hier den Michi. Michi habe ich auch noch nie gesehen. Auch mit einem Gohok hier auf diese relativ große Base hier. Ich habe dann immer, wenn ich so eine Base immer so als erstes sehe im CK mit meinen Neunern, dann denke ich immer, oh, was machst du denn da? Na, wie willst du die in 3 Minuten hier unterbringen? Also was heißt unterbringen, sondern hier letztendlich 3 Minuten Zeit, um diese Base hier dreisternig zu machen. Ist nicht ganz einfach. Der eine, der Golem hat jetzt erstmal komplett die Queen da abgelenkt. Hier unten habt ihr vielleicht gesehen. Ist natürlich fatal, ein Golem ohne irgendwie Magier dahinter oder so einfach hier so in die Base zu schicken. Aber na, dieses Mal war es vielleicht unbeabsichtigt, aber beabsichtigt war es dann ganz gut, denn die Bogenschützenkönigin war natürlich super abgelenkt dann von dem Golem erstmal und so konnten seine Truppen jetzt ganz locker hier in die Base rein marschieren. Ja, jetzt kommt da schon die Masse der Hox rein, unterstützt mit Eil, grenzwertig. Dann nimmt man lieber was anderes mit, vielleicht noch einen zweiten Gift für eventuell ein paar nervende Skelette, denn wenn hier ja mal alle Skelette hinter so ein paar Hocks nur noch her sind, dann kann das schnell mal eng werden. Aber hier ist nichts eng geworden und die letzte Kanone und damit räumt er jetzt hier auch das Feld ab, also diese echt große Base hier hinten, ja, okay, 2 Cleanup-Bogies, das wird natürlich nicht reichen und er hat aber jetzt noch jede Menge Hockrider in der Base hier, die teilen sich jetzt schon ein bisschen auf, aber wenn die, ja, jetzt teilen sich auf, das ist auch super. Sind jetzt zwar wieder zusammen, aber zusammen knüppeln die hier natürlich jetzt diese Lager in Bruchteilen von Sekunden runter. Und Queen noch auch noch dahinter, die schafft fast gar keinen Schuss mehr auf die Gebäude, weil die Hockrider das so schnell machen. Da kann sie nur noch etwas unterstützen. Und dann war es das. Der Bola hat hier die letzte Kaserne gemacht. Schöne 3 Sterne von Michi auf die Nummer... Wo waren wir eigentlich? Auf die Nummer 7. So, den Elektro, den habe ich auch noch nie gesehen. Also auch hier Rathaus 9. Ihr seht das, der Clan hier ist sehr Rathaus 8 und 9 lastig. Im unteren Bereich haben wir noch so ein paar 7, aber auch nicht mehr viele. Die sind jetzt auch schon auf dem Treppchen quasi Richtung Rathaus 8. Geht ja relativ schnell. Ihr habt, wenn ihr meine Folgen in dieser Woche gesehen habt, da habe ich ja mal wieder meinen verstaubten RH5 ausgegraben. Und ja, letztendlich dauert es dauert ja nicht lange. Die Forschung dauert erstmal nicht lange. Das Bauen dauert auch erstmal nicht lange. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen mit den Level 10 Sammlern oder Minen und Sammlern. Und aber letztendlich bis Rathaus Level 8 geht es ja doch schon relativ schnell. 7 ist dann schon mal so die erste Hürde, finde ich, was so die Rathausstufen angeht. Denn dort geht es ja letztendlich los mit dem ersten Helden, also mit dem King. Und da geht es dann auch los. Ach so, es geht hier oben weiter. Da geht es dann auch los mit den ersten 10.000 Dunkles, die ich nach wie vor im Rathaus 7 Bereich am allerschwersten fand. Weil da ist wirklich jeder Tropfen schwarz. Es ist sehr lieb. Da wird nichts vorher gelevelt. Kein Schweinereiter, kein Lakai. Sondern du brauchst erstmal wirklich die 10.000, um deinen King letztendlich aus dem Shop zu holen. Und deswegen finde ich, ist das schon so, ja, da hat man schon so eine Hürde genommen mit Rathaus Level 7. Dann 8 ist eigentlich dann nur ein Aufbau letztendlich von 7, denn man bekommt keinen Held mit hinzu. Aber die Truppen werden stärker und es kommt ein Zauber hinzu. Und die Def wird natürlich auch ein bisschen stärker, gar keine Frage. Und dann ist auch wieder, dann kommt, finde ich, 9 wieder so als, ja, so als Sprung mit der Bogenschützenkönigin, den X-Bögen als Defense, zusätzliche Defense-Gebäude und
da finde ich, ist auch wieder so ein Knick. Und Rathaus 9 geht ja relativ schnell. Auch da wieder, also 8 dauert dann wieder lange gegenüber 7. Und Rathaus 9 geht dann mit 5 Bauarbeitern geht Rathaus 9 schnell. Muss man sagen. Also Rathaus 9 ist eigentlich so schnell von der Defense durch, dass ja viele nicht mit ihren Helden hinterherkommen. Aber der Elektro hat hier schon 17, 15. Ist in Ordnung. Und wenn ich mir das jetzt so angucke hier, ist ein Max-Out-Base hier gewesen. Inklusive der Mauern. Und 3 auf 5 ist auch nicht so weit weg. Also schönes Ding hier vom Elektro auf die Nummer 5. Super gemacht hier. Jetzt muss ich auch mal gucken. Nicht, dass ich mich da vertue. Nee, der Elektro ist ein Rathaus 10er. Jetzt sehe ich es gerade an den Golems. Er ist ein Rathaus 10er, aber ja, gar nicht mal. Wie will ich sagen? Gut oder nicht so gut? Gar nicht mal so schlecht. Und für so einen starken 9er reicht es allemal. Dann haben wir hier den Schulte. 4 auf 3. Also wir sind jetzt schon im Rathaus 10er Bereich. Der Schulte ist ein Rathaus 10er. Und macht hier den 11er, allerdings 11 ohne Adler und mit Level 9. Also Rathaus 9 Dev, würde ich mal sagen, hat natürlich 2 Infernos in der Base hier stehen und hat er 3 X-Bögen? Nee, hat auch nur 2 X-Bögen. Also so eine Mischung hier zwischen 10, 5 und 9. So will ich das mal bezeichnen. Manche glauben dann, dass sie irgendwo so eine Engineered Base haben, aber der hier, ich meine, der kann auch die dritten X-Bogen bauen. Das macht an der Stelle ja gar nichts, denn er hat sich dadurch, dass er die Infernos ja gebaut hat, seinen Punkt 5 sowieso kaputt gemacht. Und deswegen weiß ich manchmal auch nicht, was solche Leute hier reitet, denn der hätte ja als Elfer sogar schon 4 X-Bogen haben können und hat nur 2. Also da ist der Schuss sicherlich auch nach hinten losgegangen, was Engineered angeht, sondern hier hat man schlichtweg unter Umständen das Ganze nicht wirklich verstanden und könnte seine Base hier viel, viel stärker ausbauen. Aber Schulte hat das hier ganz gut gemacht. Solide 2 Sterne, so will ich das mal benennen, hier in den oberen Bereich. Das ist absolut in Ordnung hier für uns. Und zum Abschluss sehen wir jetzt noch einen, den ich auch noch nie gezeigt habe. Ich weiß gar nicht warum, aber er ist schon seit etlichen Clankriegen mit dabei. Er hat jetzt hier im oberen Bereich nur 1 Stern geholt. Das macht aber gar nichts, denn er hat auch schon bewiesen, dass er 2 und auch 3 Sterne kann. Das ist jemand, ja, ich weiß nicht, warum der mir immer abhanden gekommen ist. Und ich ihn an der Stelle eigentlich nie gezeigt habe. Ist mir ein Rätsel, aber irgendwas muss mich da geritten haben, dass ich immer gedacht habe, den übersiehst du oder übersiehst du nicht. Aber wir gucken uns jetzt hier die 1 auf die Nummer 1 an. Ja, das war es jetzt auch für Schulte hier, 69%. Das ist nämlich der Lord Helmchen. Habe ich irgendwie immer übersehen. Und der war jetzt schon etliche CKs hier mit. Also ein 10er mit 27er, ist auch ein komisches Pärchen. 27er Queen und 12er King. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber vielleicht sollte man den King jetzt so ein bisschen an die Queen angleichen. Das sieht ja so aus wie der kleine Bruder. Und aber trotzdem, das hier ist jetzt schon eine RH10 Base, auch mit 3 X-Bogen. Und so wie ich das sehe, Max Out hier an, was die Defense angeht. Und deswegen, ja, ein Stern ist hier war an der Stelle in Ordnung, weil, wie gesagt, unsere Defenses gut waren. Aber weil ich den Helmchen immer vergessen habe, Lord Helmchen 46, ihn hier auch mal im CK zu zeigen, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich habe doch, glaube ich, noch nie einen Angriff von dir gezeigt. Und jetzt bist du hier aber mal mit drin. Finde ich auch gut. Und zeigt ja auch immer ein bisschen Courage, mit so einer Truppe hier was zu reißen und vielleicht doch den kleinen Bruder der Bogenschützenkönigin etwas vom Level anziehen. So ein 20er King, der ist schon ganz nett, neben der 27er Queen. Ich meine, klar, die Queen ist natürlich hier auch eine starke Schlüsselfigur und ist letztendlich, ja, unter Umständen der Matchwinner. Und ich sehe, der Matchwinner hier war letztendlich ja nur die Prozente zum zweiten Stern. Rathaus hat er ja sogar gekriegt. Und, schade, vielleicht das eine oder andere Clean-Up-Trüppchen jetzt noch hier so gesetzt. Hier so ein Lakaien. Und hier oben vielleicht auch noch irgendwas. So ein Bogenschützen von ganz weit weg. Ah, nee, bringt nichts. Ja, ist sehr schwer zu sagen, aber dann fehlen noch 5%, die man sich sicherlich irgendwo erschnaggeln kann. Jetzt gucke ich nochmal, die ist ein bisschen zu weit, aber das Lager wäre drin gewesen, das Lager wäre drin gewesen und die Kanone vielleicht noch, das Lager hier und, ja, na, doch nicht.
Habe ich mich vertan. Aber schönes Ding hier, schöner gewonnener Clankrieg und hat mich wirklich gefreut. Wir hatten hier am Ende 16 Drei-Sterner gegenüber 9 Drei-Sterner auf unserer Seite. Also schon sehr, sehr deutlich, auch wenn das hier im oberen Bereich erstmal gar nicht so aussieht. Da denkst du so, oh, überall solide 2. Ja, aber dann hier unten in den Bereichen Michi, Kevin, Baba, weil ich glaube auf Babas Base waren 4, 5 Angriffe, also Katastrophe vom Gegner. Und Paul ist offen geblieben, To ist offen geblieben. Und hier unten, ne, hier unten ist auch doch hier, was ist noch ein 7er hier beim Highlander, auch nicht schlecht. Naja, da hat sich der Gegner ein bisschen abgekrampft. Aber schönes Ding hier, 5 Siege in Folge, das muss auch erstmal wieder kommen. Ich hoffe auch auf den 6., 7., 8., 10. Sieg. Und bis dahin, euer Toto. Clash.